Hallo zusammen, hier ist Martin. Ich habe gerade mein Fotostudio neu geplant und renoviert. Im Vorfeld hatte ich natürlich viele Gedanken dazu und möchte euch auf dieser Reise ein bisschen mitnehmen und euch vielleicht auch die ein oder andere Idee oder auch Inspiration für euer Fotostudio geben. Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Ihr möchtet einen eigenen Raum, ein eigenes Atelier, ein eigenes Fotostudio, in dem ihr euch kreativ ausleben könnt. Bei mir war es ähnlich. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, bei mir zu Hause einen Raum neu zu gestalten, ihn zum Fotostudio umzubauen. Und ja, letztlich war es ein alter Raum, bei dem erstmal alles entkernt werden musste. Also Tapete weg, Böden raus, Decke raus, neu streichen, das ganze Pipapo. Letztlich zeige ich euch mal die Ausgangslage ab dem Rohbau sozusagen und kann euch da vielleicht auch ein bisschen zeigen, was mir so wichtig war und was ihr vielleicht dann auch mitnehmen könnt. Ja, warum möchte man eigentlich ein eigenes Fotostudio? Natürlich, um zu fotografieren, eigene Ideen umzusetzen, die Kreativität sprießen zu lassen. Ja, und auch gerade, wenn es um Projekte geht, die mal länger als ein paar Stunden dauern, die vielleicht sich über Tage ziehen oder vielleicht auch Wochen oder Monate, ja, gibt es ja auch, dann kann man mal in Ruhe was stehen lassen. Man kann aber auch mal was aufbauen. Man ist tageszeitenunabhängig, kann immer in den Raum rein. Man ist wetterunabhängig. Das ist doch einfach schön. Man kann die Technik ausprobieren, man kann eigene Lichtsetzung machen. Ja, letztlich geht es darum, eigene Ideen zu verwirklichen oder auch mal Projekte umzusetzen oder letztlich auch Aufträge zu realisieren. Im Vorfeld habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht. Ja, was brauche ich alles? Wie möchte ich es einrichten? Ich habe die Möglichkeit, einen Raum ganz nach meinen Vorstellungen und Ideen zu gestalten. Ja, das macht natürlich Spaß, macht Arbeit, aber auch Spaß. Ja, was brauche ich für Technik? Was kommt für Technik rein? Wie viel Platz brauche ich eigentlich für meine Ideen oder Fotoshootings? Wie schaut es mit Hintergrundsystem aus oder Hohlkehle? Welche Wandfarben würden sich anbieten, welcher Boden und so weiter. Also ich habe da auch ganz viel in Baumärkten rumgeschlichen oder auch online mich inspirieren lassen. Ja, das mag ich einfach und das kennt ihr vielleicht auch, wenn es was zu renovieren gibt oder herzurichten gibt, da hat man einfach Lust drauf, das zu gestalten. Bei der Einrichtung des eigenen Fotostudios gibt es einiges zu beachten, klar. Ja, welche Gedanken sind mir da so durch den Kopf gegangen? Das war zum einen, habe ich hier überhaupt genug Platz, um zu arbeiten, Hintergrundsystem aufzubauen, die ganze Technik, wie schaut es mit dem Licht aus? Also da meine ich die Deckenlampen tatsächlich, ist das Zimmer, der Raum hoch genug? Und dass ja, die Lampe natürlich nicht stören bei der Arbeit. Banales Problem, aber trotzdem wichtig. Was man auf jeden Fall nie zu wenig haben sollte, sind Steckdosen. Steckdosen für die ganze Technik. Aber auch Heizung, Wärme, wichtiger Punkt. Gerade wenn man mit Models und anderen Menschen arbeitet, soll es natürlich auch warm sein, nicht, dass sich hier jemand die Nase abfriert. Ja, ist ein WC in der Nähe? Hat man die Möglichkeit, sich irgendwo umzuziehen? Auch alles wichtige Punkte. Es ist einfach wichtig, dass man sich selbst sehr wohl fühlt, aber auch natürlich für die Gäste, die hierher kommen, dass sie eine gewisse Freude haben, hier zu arbeiten, mitzuarbeiten, sich an Projekten zu beteiligen. Ja, dass sich jeder wohlfühlt und dass es einfach Spaß macht für alle. Was mir noch wichtig war, dass der Raum auch repräsentativ wird, also dass man auch gerne Gäste und Leute einlädt, hier mal vorbeizukommen. Es muss ja nicht immer
nur zum Fotografieren sein, auch einfach, um mal sich auszutauschen, Käffchen zu trinken. Ja, das war mir wichtig. Einfach Gemütlichkeit und Freude am Raum. Ja, bevor es mit dem neuen Fotostudio natürlich richtig losgehen kann, muss erstmal das alte weg. Ja? Also wer schon mal ein Haus gebaut hat oder auch gerne renoviert, der weiß, was für Arbeit dahinter steckt. Ich selbst handwerke ganz gern. Es ist anstrengend, aber es macht mir auch Spaß. Ja? Und hier war es letztlich nicht anders. Ganz klassisch, die alten Tapeten mussten raus. Die teilweise Jahrzehnte einfach schon an der Wand hängen, ist einfach so. Dasselbe gilt für den Teppich, für die Decken. Und da war das Schöne, da habe ich einen kleinen Schatz tatsächlich entdeckt. Beim Freilegen der Decke ist mir aufgefallen, dass eine Sichtbeton oder eine Betonplatte dort zum Vorschein kam. Und das fand ich total toll, da ich diesen Loft Style oder eben Sichtbeton sehr, sehr gern mag und der ist auch gerade sehr modern und beliebt ist. Und da habe ich mir gedacht, das lasse ich doch einfach mal so. Gerade dieses teilweise unperfekte mit den Schraublöchern und so weiter drin. Also das fand ich einfach cool, habe ich so gelassen. Hat mir letztlich auch ein bisschen Arbeit erspart, jetzt da neue Decke hin zu machen. Ja, ansonsten natürlich die ganzen Sachen raus, entkernen das Ganze und dann geht es eben weiter, neue Boden rein, neue Decke hinzumachen, ja, Fußleisten, was alles dazugehört, Elektronik mit neuen Steckdosenverkleidungen, da habe ich mich natürlich auch immer ein bisschen umgeguckt, sind so Kleinigkeiten, die aber alle zusammenspielen. Ja, beim Boden habe ich mich für Laminat entschieden. Ja, da lässt sich einfach gut darauf arbeiten. Es ist leicht zu pflegen, ist schnell wieder sauber, sehr robust. Da habe ich mich für einen hellen Eicheton entschieden. Ja, dazwischen natürlich immer wieder sauber machen, das Ganze aufräumen. Und irgendwann hat man dann einen schönen Raum, den man neu einrichten kann, in dem man arbeiten kann. Und das ist doch einfach schön. Ja, nach ein paar Wochen oder Monaten kann man oder muss man eigentlich sagen, der Arbeit, ich habe das ja immer nur so nebenher gemacht, auch mit vielen Helferlein, ja, fragt Familie, fragt Freunde, 4 oder 6 Hände streichen schneller als 2, ja, holt euch da einfach Hilfe dazu und ihr könnt euch irgendwann revanchieren, also eine Hand wäscht die andere. Ist einfach so. Ja, wie gesagt, nach einigen Wochen oder einigen Monaten, die dann vergangen sind, ist irgendwann mal der Raum soweit fertig, Boden drin, Wände gestrichen und ja, dann geht es eigentlich, oder dann beginnt eigentlich der wirklich schöne Teil. Es geht um die Einrichtung. Ja? Was war mir wichtig? Dass es gemütlich wird, habe ich schon erwähnt. Ganz besonders habe ich mich dann auf eine neue Couch gefreut, auf die ich auch gerade sitze, damit auch Gäste oder mal Begleiter von Gästen sich gemütlich hinsetzen können. Ja, dann die Wände habe ich mir natürlich grundsätzlich für weiß entschieden, wegen den Lichtreflexionen, ist klar, um da neutral zu bleiben, keine Farbstiche zu bekommen. Ja. Bei einer Wand habe ich mich ein bisschen anders entschieden, um doch einen gewissen Akzent zu setzen. Hinter mir seht ihr einen Grauton. Das ist der Ton Blau-Grau. Ich glaube, RAL 7031 müsste das sein. Hat mir einfach gut gefallen. Passt zum Sichtbeton, ist relativ neutral und ja, kann man im Grunde auch fast immer sehen. Ja. Dann einen Tisch mit Spiegel, eben für Visagisten, für die Models, sich einfach noch mal ein bisschen einzupudern oder was sich mal angucken zu können, sollte in keinem Fotostudio fehlen. Grundsätzlich wollte ich den Raum relativ clean und offen und ruhig lassen.
Was ich noch dazu genommen habe, ist ein kleines Sideboard, wo man doch mal ein bisschen Fototechnik oder ein paar Utensilien einlagern kann. Ist auf jeden Fall ganz nützlich und sieht auch schick aus. Worüber ich auch überlegt habe oder nachgedacht habe, ist Hohlkehle. Soll ich eine installieren? Ich hatte das schon mal oder doch nicht, habe mich dann erstmal dagegen entschieden, da ich auch noch ein schönes Hintergrund, ein mobiles Hintergrundsystem habe, wo wir das letztlich simulieren können, und habe mich erstmal dagegen entschieden. Ja, dann kommt natürlich die ganze Fototechnik rein, was man an Lampen und so weiter alles hat. Das Ganze gespickt, ja, mit etwas Deko, auch Bilder aufhängen ist natürlich schön. Man kann vielleicht mal eigene Bilder an der Wand dann zeigen oder vielleicht hat man Lieblingsbilder, die man aufhängen möchte. Gerne natürlich auch von anderen Fotografen, Künstlern. Und so, dass es einfach Spaß macht, hier zu arbeiten. Ja, liebe Fotofreunde, ich freue mich auf mein Räumchen und auf schöne Stunden hier mit der Fotografie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch ein paar inspirierende Gedanken oder Ideen mit auf den Weg geben. Teilt, kommentiert das Ganze, schildert mir eure Ideen bzw. auch den anderen natürlich eure Erfahrungen und Tipps. Und ja, danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf euch.